Jo moin, ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Ein Spiel, das es noch nie auf meinem Kanal zu sehen gab und das man mit Fug und Recht schon ein bisschen als Retro-Game bezeichnen kann. Company of Heroes in der Blitzkrieg-Mod. Sowohl das Spiel als auch die Mod sind über Steam erhältlich und die Mod ist auf jeden Fall for free. Wir gehen direkt ins Gefecht und ich mache das Spiel jetzt erstmal auf bequem. Das heißt, ich werde gegen eine leichte KI spielen, weil ich das Spiel jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gespielt habe. Und ja, mich erstmal wieder einspielen möchte, um überhaupt mal wieder ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. So, Karte habe ich schon ausgewählt. Beziehungsweise, die passt mir ganz gut. PopCap 150. PopCap zur Erklärung für jemanden, der es nicht weiß. Ja, 150 Punkte habt ihr zur Verfügung. Wenn ihr zum Beispiel eine Infanterietruppe baut, die 5 Leute hat, nimmt die dann 5 PopCaps weg. Dann habt ihr noch 145 übrig. So einfach ist das. Anfangsressourcen festgelegt. Anfangsposition festgelegt, Anfangsressourcen, viele Ressourcen. Mein Gott, wo ist mein Brain hin? Wetter, Mittag, ganz normal. Und ja, dann fangen wir mal direkt an. So, das Einzige, was ich noch weiß, ist, wie man die Kamera dreht. Und zwar passiert das nicht mit einem Mausbutton, sondern um die Kamera im Gefecht zu drehen, muss man Alt drücken, damit man die also in einen Winkel ausrichten kann, wie einem gefällt. Weiß ich persönlich deshalb noch so gut, weil ich mir quasi immer, ja, so, die Kamera hingedreht habe, damit ich so viel, wie es geht, überhaupt sehen kann. So, was ich jetzt versuchen werde, ist einfach mal ja, so fix, wie es geht, Gelände einzunehmen, damit wir erstmal Ressourcen haben. Eine Doktrin kann man sich ja auch aussuchen, wie im Standardspiel. Ich persönlich entscheide mich für die Blitzkrieg-Doktrin. Bestätigt. So, zwei davon, eine davon. Ja, am Anfang ist das Spiel immer ein bisschen entspannt. Ja, diese Phase kann man also genießen. By the way, vergiss doch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du gerne mehr sehen möchtest. Ich bin manchmal von meinen Upload-Zeiten so ein bisschen komisch. Manchmal mache ich irgendwie ein paar Wochen lang nichts, gestehe ich ja selber. Aber ja, in letzter Zeit schaffe ich es eigentlich sehr aktiv zu sein und ich möchte eigentlich auch aktiv weitermachen. Ich habe so Bock auf YouTube. Früher habe ich immer relativ eindimensional irgendwie immer nur ein Spiel wirklich gespielt und hochgeladen. Das ist natürlich... oh ja, Sprit brauchen wir. Das ist natürlich dann immer doof eigentlich für einen YouTube-Kanal. Ich mache es halt eigentlich gerne, aber so was Gaming angeht, ist zum Beispiel mein Rechner immer so ein bisschen das schwache Glied in der Kette. Ja. Zum Beispiel War Thunder kann ich halt nur auf da echt nicht so guter Grafik aufnehmen. Die Bildqualität ist auch nicht die beste und das ist natürlich dann meistens im Endresultat nicht ganz so schick anzugucken. Und man selber als YouTuber, zeichne mich jetzt mal als YouTuber, weil, weiß ich nicht, es gibt auch andere hochtrabendere Begriffe dafür, die jetzt bei mir aber nicht unbedingt ja, so zutreffend sind, weil ich sehe mich selber nicht als so kreativ wie andere Leute. Ja. Zum Beispiel, einige editieren ja auch sehr viel in ihren Videos, mache ich zum Beispiel im Moment nicht. Ja, also allerhöchstens schneide ich mal was raus oder so. Aber im Großen und Ganzen... Okay... Ja, Tanzmann hier. Ich bräuchte dringend meinen MG da. Bitte da rein, die Herren. Sollen wir irgendwas bauen? Los, Bewegung. Wir machen uns auf den Weg. Pioniere, die Zielposition gehört schon bald uns. Der Feind ist in der Nähe. Haltet die Augen. Ja, der Feind ist in der Nähe. Das haben wir auch schon festgestellt. Diesen hier. Was wollen Sie denn? Die Zielposition ist völlig frei. Erstmal möglichst viel Position einnehmen, damit wir einfach mal... Ja, da haben wir nicht so gute Deck... Ah, ein Jeep. Ah, noch ein Jeep. Oh, fuck. Oh, fuck. Weg, 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 weg. Oh, den beschädigen wir nicht genug. Weg hier. Ja, wie es aussieht, kriegen wir ein bisschen ins Gesicht. Ist jetzt echt ungünstig. Unser MG kann da natürlich noch gegenhalten, aber
Mehr auch nicht. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? So, die Gefechtsphase hat gleich abgeschlossen, das ist wichtig. Bitte, 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 go, go, go. Los, 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 mach. Pioniertrupp hat Verstärkung erhalten. Brauch das. Zu mir. Jungs, zieh ich erstmal kurz zurück, weil ich brauche dringend Verstärkung. Kriegsbaracken fertiggestellt. 360 kostet einer. Pioniertruppe bereit. Jawohl. Nehmen wir da mal einen als quasi außen. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Frage ist halt, wie lange. Oh. Mieser Kleiner. Wechselnde Angriffsphase. Wo habe ich denn meine Spritpunkte eigentlich? Da. Unsere neuen Waffen haben die Front erreicht. Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir können die Amerikaner jederzeit zurückschlagen. Verdammt, Cowboys. Okay. Jetzt mal sammeln. Das MG macht doch nicht mehr lange. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Noch so ein Jeep. Wie viel kostet denn das gute Stück? Den brauche ich dringend. 40. Gut, kann ich mir leisten. Oh, fuck. Weg, weg. Ja, Kamerad? Los, schwingt die Hufe. Ja. Los, schwingt die Hufe. Sicher. Ja, erstmal brauche ich da halt wirklich meine Infanterie. Hier kann ich schon mal einen Panzer nachziehen. Ich bräuchte eine... Genau das. Ja, kommt erstmal zurück. Go, go, go. Was brauche ich? 10 Sprit? Gut, habe ich. Bereit! Gehen wir! Bereit! Bewegung! Sollen wir irgendwas bauen? Wie lauten Ihre Befehle? Sind ein bisschen schmal aufgestellt, die Jungs, ne? Jemand ist ja unter Beschuss? Achso. Was fällt dir denn nicht ein? Zurückschlagen. Das können wir. Euch werde ich helfen gleich. Pass mal auf. Oh, bleib mal stehen, Junge. Ja. So, jetzt komme ich Hallo sagen. Mit dem Panzer. Ach, scheiße, nee. Ach so. Sowas hat er vor? Das finde ich aber nicht nett. Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Weg, 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 weg. Na, Jungs? Wir bräuchten ja im Idealfall mal langsam noch einen Spritpunkt irgendwie. Ach, guck an, hier ist ein Spritpunkt. Oder parke ich doch mal den Panzer hier. Komm mit den Jungs hier rüber. Ach nee, scheiße. Ich nehme mich erstmal den Spritpunkt ein, weil Spritpunkte haben ist wichtig. Sollen wir irgendwas bauen? Los! Ja?
Los, vorwärts! Und nicht alles ganz auf einem Haufen stellen. Wir haben 40 Sprit, ist noch ein Panzer. Pioniertrupp hat Verstärkung, Pioniertrupp bereit! Die Jungs bleiben mal hier. Ein MG, ja. Das lebt doch nicht lange. Machen wir uns den Spaß und bauen uns auf. Schicken die da rein. Kostet hier so eine Truppe zu viel. Für den Moment. Halt, stopp. Achso, ist noch nicht fertig. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Truppentechnisch stehen wir ganz gut da. Wenn der zweite Panzer fertig ist, werde ich hier die Mitte pushen. Oh, was haben wir denn da? Warum hab ich das nicht ausgebaut? Oh, vorwärts, hierher. So, der Panzer ist bereit. Muss schon mal ein Stück vorfahren. Ist nicht mit hier irgendwas einnehmen. Volksgrenadiere stehen bei Munitionslager unter Feindbeschuss. Wenn hier einer was einnimmt, bin ich das. Er ist nicht der schnellste, muss ich sagen. Okay. Hier, Volksgrenadiere. Sicher. Das hat er auch noch nicht eingenommen. Doch. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich werde jetzt einfach mal die Strategie fahren, möglichst viel von den Dingern zu haben. So. Wie bereits erwähnt, werde ich jetzt die Mitte pushen. Ich habe jetzt zwei Panzer 4 dafür. Läuft doch. Sollen wir irgendwas bauen? Der Sektor gehört schon bald uns. Grenadier meldet, Gebiet gesichert. Wir nehmen dem Gegner immer mehr Gebiet ab. Pioniertrupp bereit. Wir machen uns auf den Weg. Kein Amerikaner zu sehen. Ach so. Geschossen? Oh. Oh, Moment, Jungs. Knallt ihn ab! Tötet ihn doch! Oh Gott. Sie haben bis zuletzt für ihr Vaterland gekämpft. Ja! Hier warten und feuern die Stellungswechsel! Der Beschuss ist einfach zu stark! Ja, schneller! Wir müssen los! Alter, wir sind schon zu neuer Position! Schafft das. Gut. Ein Scharfschütze. Wir verlieren am Boden. Du mieser Kleiner. Was wollen Sie denn? Feind ist in der Nähe. Haltet die Augen offen. Setzt euch in Bewegung. So ein mieser Kleiner. Ach, Gefechtsphase haben wir ja bereits. Ja, irgendwo Pioniere rumzu. Ah, gut, hier. Ärgern wir ihn ein bisschen. Oh, du mieser Kleiner. Du stirbst. Zerstört
habe ich schon wieder vergessen. Ach ja. Ein Haus bauen, das Haus bauen. Oh, Safety und so. Wir werden beschossen. Warum? Wer? Ach, Mörser. Mörser wieder. Au. Warum haben wir das noch nicht? Scheiße ist das doch. So einfach läuft das hier. Pushen, pushen, pushen. Ja, ich glaube, an dem Punkt weiß, müsste man schon wissen, dass er verloren hat. So, meine Infanterie muss ich hier aber... shit. Ich wollte gerade sagen, meine Infanterie muss ich jetzt aber hier zurückhalten, weil die hier echt gefährdet sind. Und dann zieht er das da einfach so weg. What the fuck? Hab ich überhaupt noch irgendwo Infanterie zu sitzen? Hierher, einnehmen. Ja, ich brauche mehr Panzer. Was ist das denn? Bauen wir mal. Oh! Wo sind denn... Ich brauche Pioniere, Boy. Setze ich ihn mal auf Feuerposition, Schnellfahrposition. Wie geht's denen eigentlich? Der ist noch im Ganzen. Ja, das kann gut sein. Ja, theoretisch könnten wir jetzt einen Tiger bauen, wenn wir die Dings dazu hätten, die notwendige. Du mieser Kleiner, Alter. Mieser Kleiner. Weißt du was? Den hier. Ihr packt das. So, damit haben wir ihm auch das abgenommen. Ja, Überraschung. Was hältst du davon, Boy? Das ist für meinen Panzer, den ich verloren habe, du Drecksack. Also holen wir uns einfach einen neuen Panzer. War jetzt nicht so angenehm, wa, Boy? Ja, Problem ist, wir können hier halt wirklich nur mit Fahrzeugen rein, ne? Wir können also nicht, mit irgendwie Infanterie da reinrennen, weil die Dinger da, die Flachs, die sägen die Infanterie sehr, sehr schnell weg. Aber wir setzen ihn mal unter Druck. Oh, fahr mal zurück, fahr mal zurück, fahr mal zurück, fahr mal zurück.
Hättest du die Güte zurückzufahren? Heilige Scheiße. Habe ich irgendwo noch Pioniere, die irgendwie am Leben sind? Das sind keine Pioniere. Pioniertrupp bereit. Ich habe ja genau einen Pionier, Alter. Pioniere beginnen mit Reparaturen. Ja? Gut. Wir werden beschossen. Zeit vorsichtig, Volksgrenadiere. Wir werden beschossen? Warum werden wir beschossen? Weil die da lang gelaufen sind. Oh Bruder. War nicht so erfolgreich, war Boy? Kannst du? Oh. Noch mal da rein, Jolon. Oh, die Streuung ist aber auch wirklich random, Alter. Oh, da zerlegt's die gesamte Infanterie von ihm. Und das Ding brennt, das finde ich gut. Ja, dann lass halt den Motor nicht explodieren. Drück die Daumen, dass er das nicht tut. Yeah. Ah, noch einen. Wenn wir noch einen Stern haben, können wir sogar einen Tiger einfach aufs Feld rufen. Ja, aber es ist noch weit weg bis zu dem einen Stern, sehe ich gerade. Theoretisch gesehen bräuchten wir den, um halt hier irgendwie überhaupt draufzukommen. Boah, heiz den mal weiter schön ein. Völlig richtig so. Kann ich nicht irgendwas bauen? Ich habe doch 140 Sprit. Ach, guck mal hier. Mit Zusatzpanzerung. Keine Sorge, unsere Panzerung hält das durch. Jetzt hoffen wir es. Was, wir fahren mal sogar zurück. Wen sollen wir für Sie umhaken? Ja? Wenn ihr nicht glaubt, werden euch die Amerikaner in den Arsch stellen. Pioniere hier! Los! Konstruktionsbefehl erhalten. Fällt mir ein, ich kann ja so ein bisschen tricksen. Ich kann einfach ein bisschen Gebäude bauen. Den Tiger zeige ich noch, dann reißen wir den Rest von dem Scheiß hier einfach ab. Oh, warte mal. Den da hinten geben wir. Voll rein. Oh ja, Bingo. Da haben wir es leer gemacht. Da haben wir das Ding leer gemacht. Wir haben gleich die drei Sterne, dann gibt es einen Tigerpanzer zu sehen und wir können endlich in den wohlverdienten Urlaub fahren. Bingo, jetzt können wir den Tiger aufs Feld rufen. Panzerfabrik unverbesserte Produktion. Aha. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Das ist bitter. Panzerfabrik. Pioniere haben Baubefehl erhalten. Machen wir fix. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich so nicht gedacht. Ah, das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Haben wir noch irgendwo einen Spritpunkt, den wir noch nicht ausgebaut haben? Ja, hier. Huch. Sollen wir irgendwas bauen? Macht schon. Ja, sollt ihr. Stehen unter Beschuss! Ihr Panzer,
Panzerungstechnisch stehen meine Wagen ja ganz gut da. Ja, das ist jetzt im Grunde nur noch das Ganze so ein bisschen hinzögern, aber ist jetzt nicht schlimm, ne? Ich will euch einfach nur noch mal den Tiger zeigen. Mal verbesserte Produktion können wir uns fast leisten. So, jetzt können wir gleich rufen, wenn das durchgelaufen ist. Und dann machen wir ihn platt. Wie viel kostet denn der zum Rufen? 1370. Siehst du, das muss auch noch hochlaufen. Das war schon fast da. Wir machen uns mal den Spaß und ziehen uns nochmal kurz zurück. Die Jungs auch mal wieder aufstellen hier. Die haben auch ganz schön auf den Senkel gekriegt. Ja, also im Prinzip kann man ihn fertig machen. Wir hätten ihn jetzt die ganze Zeit auch noch weiter mit dem Ding belemmen können, bis das Ding da durch ist. Und hätten mit dem Panzer 4 reinfahren können, aber das wäre langweilig gewesen. Und er baut irgendein Fahrzeug. Was mir persönlich nicht gefällt. Aber es ist auch gleich Feierabend für ihn. Er weiß es nur noch nicht. So, 1370 brauchen wir. 1300 haben wir. Oh, gleich wird's lustig. Gleich kommt der Tiger aufs Feld. Ich weiß gerade gar nicht, ob da ein Panzerkommandant drin ist, aber ich glaube schon. Ach so. Oh, oh. Au. Oh Gott, tut nicht. Und Tigerpanzer, bitte. So, er hat jetzt natürlich einen Steward gebaut, aber der wird ihm nicht viel bringen. Mich wundert, wo er den ganzen Sprit noch her hat, weil eigentlich, naja, kann er keinen Sprit mehr haben. Aber vielleicht ist das so ein KI-Boost, das kann natürlich sein. Oh, den habe ich völlig vergessen, den habe ich ja auch noch. Ja, da ist ein Kommandant drin. Darf ich vorstellen? Der Tigerpanzer. Wunderschönes Fahrzeug. Zeit für den Abmarsch. Echt hübsch. Zurück zum Business. Ich habe gerade noch mal fix für einen Screenshot. Zeit gebraucht. Frag mich, wo sein Steward hin ist. Dann kommt der Panzer 4. Und wenn wir ihn jetzt noch einmal weichklopfen. So. Auch hier im Spiel gilt Tiger anwinkeln. Ja, also. Das Ding, das ist nach wie vor für die Panzer 4 gefährlich. Das sind Kaliber 50, die können durch die Seite halt zum Beispiel durchschießen. Sehr, sehr einfach sogar. Ja, viel Spaß auf einen Tiger zu schießen. Das wird mit dem Kaliber 50 nicht funktionieren. Panzer 4, was gibt's? Komm mal, jetzt!
So, das Ding da muss kaputt. Das wird für ihn ein relativ schnelles Ende werden. Oh, Bruder, du musst ihn nicht ins Gesicht kriegen. Das ist nicht so gut für dich. Ja. Okay, das war auf jeden Fall zum Warmspielen mal eine ganz angenehme Runde. War jetzt nicht übertrieben actiongeladen, besonders ab der Mitte nachher. Wo dann quasi klar war, okay, ich habe ihm was weggenommen, so, er hat nicht mehr das Gebiet, um wirklich konkurrieren zu können. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass die leichte KI hier doch ziemlich leicht ist, also keine Ahnung. Du hast ja fast freien Willen hier zu schalten und zu walten, wie du möchtest. Was auch okay ist, mein Gott. Aber im nächsten Gefecht denke ich mal, wenn ihr Bock habt, dass ich das nochmal spiele, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich dann mit einem härteren Gegner, das werde ich dann auch auf jeden Fall machen. Vielleicht, denke ich mal, werde ich auch einfach so mal ein bisschen ein, zwei Folgen hiervon hochladen. Noch zusätzlich, um zu gucken, wie es denn so ankommt. Vor allen Dingen auch mit einer schweren KI als Gegner. Weil das hier war jetzt natürlich ziemlich easy. Meine Fresse, die Jungs halten erstaunlich lange durch. Ja, da gehen sie hops. Okay, hat sich schon erledigt. Das Haus ist auch gleich weg. Yay, wir können noch mal irgendwas anklicken. Boom, das war's. Der Gegner ist geschlagen und wir haben gewonnen. Nein, Schlachtfeld will ich nicht sehen. Das hier ist nur Makulatur. Das war wie gesagt nur ein einfacher Gegner. Sehr einseitiges Gefecht, logischerweise. Okay, ich hoffe einfach, das Gefecht hat euch gefallen, das Spiel gefällt euch. Vergesst nicht, die Mod gibt es umsonst auf Steam, die könnt ihr euch da holen. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.